Jo und herzlich willkommen zu Teil 60 des Let's Plays GTA San Andreas mit Weakling-Praktikant Tommy. Wir hängen immer noch auf der Farm in Tierra Robada rum und müssen Aufträge für Torino erledigen. Extrem nervig das Ganze, aber ich weiß noch nicht, wie wir da rauskommen sollen. Ich habe schon mal die Vermutung angestellt, dass wir Sweet befreien müssen, denn der ist das Druckmittel in seiner Hand, aber tja. Wir gehen jetzt hier rein und gucken, was er uns als nächstes aufträgt. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself and that we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Cause I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Ja schön. Also wenn das die Mädchenjobs waren, will ich ja gar nicht wissen, wie jetzt die Männerjobs aussehen. Das dürfte interessant werden. Oh, und oh, nein, stopp. Mal auf die Karte schauen. Wir haben keine kugelsichere Weste. Die müssen wir uns auf jeden Fall vorher besorgen. Und wo um alles in der Welt ist der Flugplatz? Von welchem Flugplatz spricht der Mann? Ich wette, ich bin gerade wieder einfach nur mit Blindheit geschlagen. Aber ich sehe ihn nicht auf dieser Karte. Okay, gut. Wir ignorieren das. Und fahren eigentlich nicht in diese Richtung, oder? Fahren jetzt nochmal in diese Richtung. Gott, ey, ich hoffe, das stimmt hier. Ich guck nochmal gerade auf die Karte. Hier jetzt links? Nee. Hallo, ich. Moment. Okay, falsche Richtung. Ach, Leute. So. Also die Folge geht ja wieder außerordentlich gut los. Stimmt das jetzt wenigstens? Ja, das stimmt. Okay. Und das nur wegen der blöden Weste. Oh. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die Leute hier schlimmer fahren. Ich weiß auch nicht. Ich habe halt schon mal überlegt, ob ich hier was mit den Settings versaut habe, aber eigentlich müsste das genau eingestellt sein wie vorher. Also sprich, Frame Limiter aus. Was war das denn? Oh, Nachbarn. Also Frame Limiter aus, aber Vertical Sync an. Heißt das so? Ja, ich glaube schon. Oh, aber das ist doch nicht normal. Anzeigen-Setup erweitert. So, Frame-Limiter ist aus.
Na gut, ich will jetzt nicht auf den Desktop gehen und nach der anderen Einstellung gucken. Aber die kamen mir gerade schon extrem fetzig vor, muss ich sagen. Junge. Meine nagelneue Weste. Stopp. Am Mad Dog, da könnte ich euch ein paar Hinweise geben, wo der ist. Hier entlang? Ich denke mal schon. Aber das muss doch jetzt auf der Karte irgendwie zu sehen sein. Das ist der Flugplatz. Wahrscheinlich ist das der Flugplatz. Ja, dann ist das, ja, genau, das Zeichen ist hinter dem Haus. Sehr lustig. Ah, und den konnte man ja, glaube ich, auch kaufen. Dann können wir vielleicht da nachher das Fliegen üben und lernen. Kann ich mir im Moment noch überhaupt null und gar nicht vorstellen, dass ich das in diesem Spiel lernen könnte. Nach der R.C. Barron Geschichte. Kommt das so jetzt hin? Wir müssten dann wohl irgendwann mal noch links. Ich glaube, so geht's besser. Eieiei. I've built accurate recreations of 15 significant battles, as well as training camps, prisoner of war camps, and forced labor, death camps. Now I spend all my time. Moment, das ist nicht hier. Doch, das muss hier sein. You get a starter pack allowing you to recreate the battle of your choice. Show your inability to deal with present-day problems by recreating mass slaughter from the past. Ach, hör mal, soll ich den Flugplatz vielleicht kaufen, oder? Könnte das sein? Also das ist aber nicht ein Dollar. Ich meine, ich kann ihn kaufen, das ist schon mal sehr cool. Okay, also ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es noch nicht wirklich. Was soll ich jetzt hier tun? Also ich hätte durchaus Bock, den zu kaufen. Daran soll es jetzt eigentlich nicht scheitern, aber der hat von einem Dollar gesprochen. Das sind jetzt 80.000 Dollar. Aber war das vielleicht auch nur irgendwie so ein Spruch von ihm? Das kann ja auch durchaus sein. Ja, was tun jetzt? Ach, das ist eigentlich traurig. Da würde ich mir jetzt doch etwas genauere Angaben wünschen. Das wäre sehr nett. Da kommen wir nicht hoch. Noch mal hier rumgucken irgendwie. Nee. Okay, pass auf, ich kaufe das Ding jetzt. Zack. War das jetzt unsere Aufgabe? Okay, ich verstehe es nicht. Ja gut, wir können hier speichern. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Können wir noch irgendetwas anderes jetzt hier machen? Oder war es das? Ah doch, wir können Missionen spielen.
Mir schwant Böses. Es wird wohl ums Fliegen gehen. Well, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better. Very nice, Carl. Very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit, whatever, man. Very nice. Okay, also auf der Haben-Seite steht, wir haben das Richtige getan, indem wir das Ding gekauft haben. Auf der Saldo-Seite, naja, auf der Miesen-Seite steht auf jeden Fall, wir müssen fliegen lernen. Ich will nicht. Ich will es wirklich nicht. Musik, halte W gedrückt, um auf der Rollbahn zu beschleunigen. Drücke ab. Okay. Oh Gott. Oh. Also Höhenmesser weiß ich nicht. Ich habe da auf jeden Fall schreckliche Hallos auf der Minimap. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die letzte Markierung. Okay. Die haben wir soweit jetzt erstmal versemmelt. Ich weiß nicht, ob die Zeit eine Rolle spielt, aber... Oh Gott, das ist fürchterlich. Das ist total geil und fürchterlich zugleich. Es geht so nicht. Also da war... Das sind Wolken. Da war Vice City aber ein Witz gegen, also das Fliegen in Vice City. Wobei, jetzt geht's mal gerade. Wenn man die Maschine so einigermaßen gerade hält. Gesamt 0%. Das heißt, ich war nicht schnell genug. Also geht's doch auf Zeit. Gucken wir mal, ob wir es doch nochmal besser hinkriegen. Ich meine, eigentlich ist das ja nur geradeaus, aber ich habe etwas panisch gelenkt. Also die Minimap wird jetzt auch quasi zum Höhenmesser, aber ich habe ja vor ganz, 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 ganz langer Zeit sogar mal Flugsimulatoren gespielt, aber das ist so lange her, das ist quasi komplett weg. 92%, wie hätte ich das denn schneller schaffen können? Aber egal, voll gut, wir haben es geschafft. Wir sind schon mal geflogen. Oh, Flugzeug landen. Die Landung war das Schwerste, oder? Jetzt müssen wir noch dahin, oder? Noch irgendwas mit Q und E, glaube ich, geschrieben. Das habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen. Ich hoffe mal, dass das nicht irgendwann mal wichtig sein wird. Sonst kann ich ja die Übung bestimmt auch nochmal wiederholen, aber das will ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Ja, immer dieses Gegen und mit dem Uhrzeigersinn, das ist mir doch völlig egal.
Ich bin ja heilfroh, wenn ich das überhaupt irgendwie schaffe. Man mit den Vögeln kollidieren kann? Ach so, Q, ach so, und E. Okay, alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das war's. Ich möchte gerade mal das hier machen und mir die Tipps nochmal durchlesen. Das... Ah, zu viel Multitasking. Also, das war klar. Durch den Einsatz des Ruders kannst du bei Querneigung des Flugzeugs schneller um die Kurve fliegen. Halte Ab und D gedrückt, um in Querneigung eine Ab und D. Ja? Okay. Na, ich weiß nicht, das habe ich doch, glaube ich, im Prinzip eigentlich schon gemacht, oder? Würde ich behaupten. Interessant ist, ich halte jetzt W gar nicht mehr gedrückt. Da müssen wir ja eigentlich auch gerade nicht. Oh Gott. Ah, sehr gut. Also ich finde das auf jeden Fall mit links und rechts irgendwie intuitiver als mit dem Ruder. Ah, wobei... Ah, nein. Oh Gott. Ja, 0%. Okay, ich war zu langsam. Alles klar. Ah, dann das gleiche nochmal. Oder nicht das gleiche nochmal. Wir probieren es jetzt besser zu machen. Nicht bekommen. Dann dachte man, es muss doch irgendwie... Das muss man doch hier abbrechen können. Ja. Weil das macht ja dann keinen Sinn, das nochmal zu machen. Wenn wir es eh in einer bestimmten Zeit erledigt haben müssen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Ruder nicht vielleicht jetzt erstmal weglassen soll. Ich meine, mit dem Ruder kann man natürlich schon wesentlich zartere... Okay. Das war cool, aber... Vielleicht muss ich doch mit dem Ruder das irgendwie hinkriegen. Knifflige Geschichte. Okay. Das mit dem Ruder ist doch auch gar nicht so schlecht. Oh. Oh. Oh.
Oh. Oh. Fuck. Ah, okay. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Aber bis dahin war es ganz gut. Bis dahin war es ganz gut. Ich frage mich ja gerade, ob ich die Red Barons auch so hätte fliegen müssen oder können oder dürfen. Fuck. Mann. Das wird dann ab einem gewissen Punkt wird's doch immer schwierig. Doch nicht so ganz das Richtige, aufzuhören, weh zu drücken. Ah, nee, und so, das... Ah, okay, 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 okay. Ah, ich hab gedacht, ohne weh geht's vielleicht besser, aber... Das muss ich revidieren. Geht nicht besser. Oder hatten wir... Kann sein, dass wir das Fahrwerk noch ausgefahren hatten? Aber wie dem auch sei, das war's auf jeden Fall nicht. Irgendwie, ah, eben hat man das besser raus, dachte ich. Ah, schon wieder drüber geflogen. Ach, so ärgerlich. Ach so. Hm. Wieso? Wieso haben wir hier gerade so rumgestottert? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nee, den haben wir nicht gekriegt. Ach Mist! Außer Gefecht, Mission fehlgeschlagen? Was haben wir denn jetzt? Was soll das denn? Hey, Mom, Paul was first cut. Nee, oder? Nicht im Ernst. Was soll das? Was um alles in der Welt soll das jetzt? Macht es Sinn? Nee. Nee, es macht eigentlich keinen Sinn. I didn't tell you this, right? Nein, wollte ich nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen hat oder so. Perfect for killing, pure and simple. Voll scheiße, echt. There are cultists everywhere, friend. Hier war ein neuer Test verfügbar, deshalb machen wir den jetzt noch und dann geht's zurück. Ich frage mich ja auch, ob wir hier wirklich jetzt immer alle Tests durchlaufen müssen. Oder ob man irgendwann, wenn man, sag ich mal, das zum Beispiel das Maximum beim Pistolenskill erreicht hat,
ob man sich dann den Pistolentest sparen kann. Das fände ich eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Raketenwerfertest hier wäre nett gewesen, aber natürlich auch ein bisschen albern. War auch cool. Ja, ich fürchte auf jeden Fall, dass wir die Flugtests durchführen müssen, um halt dann zu den weiteren Missionen am Flugplatz zu kommen. Ich hoffe, dass das nicht noch 3 Jahre dauert oder 3 Folgen. Ich meine, eine weitere wird es definitiv in Anspruch nehmen. Super. Nächster Test, bitte. Dann wird ja der nächste neue Test wahrscheinlich hier der SMG-Test sein. Das hier müsste ja die Micro-SMG sein. Kommt hier nach noch die Schrotflinte. Ist eigentlich immer der blödste Test. Dann die SMG und dann sind wir hoffentlich durch. Ah, ich meine, sowas hier frisst natürlich auch echt immer viel Zeit. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es sich lohnt, das zwischendurch zu machen. Ein besserer Waffenskill ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Was auch sehr cool wäre, wenn wir unseren Rüstungswert mal verbessern könnten, aber da müssen wir wahrscheinlich irgendwelche Missionen fahren. So, keine Ahnung, bei Vice City war es ja so, dass man... weiß jetzt nicht mehr, wobei es war. Bürgerwehr oder so, bei irgendwas bekam man dann auf jeden Fall zusätzliche Rüstung. Das Lebensmaximum scheint man ja hier irgendwie durch Athletik aufbauen zu können. Ich meine, es wird bestimmt auch irgendwelche Belohnungen für Krankenwagenfahrten und so weiter geben. Weil ich bin im Moment doch eher scharf darauf, erstmal die Story mitzunehmen. Ah, okay. Ja. Ja, genau. Die ist knifflig. Also die Runde vielleicht nicht, aber die Runde 3 ist hiermit knifflig. Okay, dann, ja, Runde 2.
langen Nachladezeiten darf man sich hier halt einfach keine Fehlschüsse erlauben. Oder wenig zumindest. Dangerous Species Barbecue, ja, klingt super. Hallo, Runde 3. Soweit, so gut. Aber immer knapp. Ja, die müsste, glaube ich, neu sein. Also ich meine, die hätten wir noch nicht gemacht. Oder ist das die AK? Ich glaube, das ist die AK. Ja. Okay. Dann scheint es zwischen Micro-SMG und SMG keine Unterscheidung zu geben bei den Schießstanddingern. Bei Vice City bekam man ja für die Schießstandgeschichte nachher ein schnelleres Nachladen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass das hier über den Waffenskill abgewickelt wird. Also sprich, wenn der Skill steigt, dass man auch schneller nachlädt. Aber einfach nur ein Bauchgefühl. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Die Waffenskills scheint man ja auch hier nicht nachschauen zu können, wie da so der Stand der Dinge ist. Also wie weit man welche Waffe jetzt beherrscht. Zumindest habe ich es bisher nicht gefunden. Oh, oh, oh. Ah, ganz schlecht. Ganz, ganz schlechtes Nachladetiming. Okay, der war gut. Huch, da war noch eins, habe ich nicht gesehen. Oh, war's nur ein? Geil. Die Schießstandmission erfüllt. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht bisher. Nice. Pistolen-Skill Hitman-Level. Zwei Pistolen gleichzeitig. Und weiter entfernte Ziele. Ja, das ist schon nice. Ja, nochmal wollte ich da jetzt nicht rein. Okay, ja gut, dann lohnt sich das aber auf jeden Fall, das kontinuierlich zu machen. Hey, what's up? Hey, how's the flying coming along? Yeah, well, shit, man, I was gonna holler at you about that, cause, you know, I'm... Will you listen to yourself? Admit it, you're scared. Maybe just a little. Until you walk right into the middle of a Bedouin armed dealer's camp with nothing but a briefcase full of cash, you don't know the meaning of fear. Oh, yeah? Try going to the swap meet now. Learn to fly, Carl.
Ja, ich weiß es ja. Off the bike. Ich weiß es ja, ich weiß es ja. Ach geil. Hier ist schon wieder irgendwas passiert. Ich kann Escape nicht nutzen. Boah, das ist so traurig. So, jetzt haben wir hier zwei Schools. Eine School wird die Driving School sein. Und die andere. geil. Und die andere School wird die Flugschule sein. Aber welche ist welche? Wie soll ich das rauskriegen ohne Karte? Ah, jetzt geht's wieder. Das ist, ja, das ist keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. So, ich denke aber, dass wir an der Flugschule jetzt speichern und die Wiederaufnahme der Flugtests auf Teil... Stopp. Teil 61 verschieben. Ich glaube fast, das müsste egal sein, ob wir jetzt unten oder oben rumfahren. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das ein einmaliger Ausrutscher war, dass wir jetzt beim Flugtest gestorben sind. Geil. Das ist ja schon wieder total geil. Irgendwie müssen wir aber hier runter jetzt. Da vorne. Das müsste gehen. Yay! Woo! Ja, ich habe auf jeden Fall keine Lust, hier jetzt mit jedem Absturz im Krankenhaus zu landen und neue Ausrüstung zu kaufen. Das muss echt nicht sein. Ah, Junge, du nervst. What you want, Torino? Well, what do you want, Carl? You want your brother out of jail? Okay, listen. I'm trying, man. I really am. I'm gonna let you in on a little secret, Carl. The one difference between those that tried and died and those that still walk this earth is belief in self. Nothing is impossible, Carl. Beat your fears, focus your mind, and learn to fly. Okay, okay. Torino. Oh, shit. Ja, das ist doch ein schöner Ansporn und ein tolles Schlusswort für die Folge 60. Und in Folge 61 lernen wir hoffentlich das Fliegen. Ich bete darum. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, sage bis bald auf dem ausrangierten Flugplatz. Macht's gut, ciao.